Dai-Jun kämpft seit 15 Jahren gegen die Verschmutzung seiner Heimat. Früher war er Journalist. Heute ist er einer der bekanntesten Umweltaktivisten Chinas. Im Dorf Huangmenjing deckte Hu Dai-Jun eine Häufung von Krebserkrankungen auf und brachte sie an die Öffentlichkeit. Diese Straße hier im Dorf nennen die Leute Krebsstraße. In jeder Familie hier gibt es mindestens ein Krebsopfer. Die Familie dort, die Frau hat Magenkrebs. Jetzt liegt sie im Bett. Und hier wieder Krebs. Kong He-kin hat Darmkrebs. Und hier Sun Fing-jun. Hier vorne lebt die Familie von Liu Yuzi. Sie hat Knochenkrebs. Wir gehen die Familie mal besuchen. Hallo, kann ich reinkommen? Wie geht's dir? Die Bäuerin Liu Oshi kann nicht mehr arbeiten. Sie ist seit vielen Jahren ans Bett gefesselt. Immer nach dem Trinken bekomme ich einen Hautausschlag. Und dann habe ich diesen bitteren Nachgeschmack des Wassers im Mund. Ich kann nicht mehr essen und habe keine Kraft zu gehen. Und überall habe ich diese Pickel. Ich bin extrem geschwächt. Seitdem ich die Krankheit habe, schmerzt der ganze Körper. Und meine Knochen und Gelenke schwellen an. Die Ärzte wussten lange nicht, was sie hat. Schließlich stellte der Chefarzt in der Klinik in der Stadt die Diagnose Knochenkrebs. Die Messungen des Wassers in den Brunnen hier ergaben 3000 Mal höhere Werte für Schwermetalle als erlaubt. Hallo? Ist jemand da? Ist jemand zu Hause? Der Nachbar Sun Wenjung hat Speiseröhrenkrebs. Wie geht's dir? Wie läuft's? Mein ganzer Körper tut mir weh. Du bist so dünn geworden. Ich sehe, es geht dir nicht gut. Auch im Hof gegenüber macht Hu Dai-Jun einen Besuch. Als Kong He-kin vor 8 Jahren schwer erkrankte, sammelte er Geld, weil die schwierige Operation für die Familie unerschwinglich war. Damals dachte ihr Ehemann, er müsse die kleine Tochter verkaufen, um die Behandlung seiner Frau zu finanzieren. Das konnte Hu Dai-jun verhindern. Wegen der Krebsgeschwulst wurde fast der gesamte Darm entfernt. Manchmal kann ich nur wenige Schritte machen und mich vor Schmerzen kaum bewegen. Immer wenn der Krebs stark schmerzt, will ich mich lieber umbringen, als weiter zu leben und weiter zu leiden. Anfangs haben die Menschen noch keinen Krebs. Die Primärerkrankung ist zunächst Durchfall. Erst mit der Zeit entsteht der Krebs, vor allem Leber-, Magen- und Darmkrebs. Wir haben 8 Jahre lang Daten gesammelt und ausgewertet und dabei festgestellt, dass hier sehr viel mehr Leute sterben als anderswo. Die Krebsrate in den Dörfern ist 15 bis 24 Mal höher als in vergleichbaren Gebieten. Der Bewässerungskanal des Dorfes ist ein stinkender Schadstoffcocktail. Im Schlick finden sich Schwermetalle und viele krebserregende chemische Verbindungen, die der Hue-Fluss hereingeschwemmt hat. Mit dem kontaminierten Wasser wurden jahrzehntelang die Felder bewässert. Es ist ins Grundwasser gesickert und hat die Brunnen verseucht. Fast alle Flüsse im Osten Chinas wurden zu gigantischen Abwasserkanälen für die größte Industriezone der Welt. Bis heute leiten tausende Unternehmen ihre Giftstoffe unkontrolliert in die Flusssysteme des Landes. Unter der schleichenden Vergiftung leiden nicht nur die Arbeiter in den Betrieben, sondern alle Anrainer in den Flussgebieten. In seiner Heimatstadt Shengqiu hat Hu Dai-jun ein Umweltzentrum zur Rettung des Hue-Flusses gegründet,
eine Anlaufstelle für engagierte Mitstreiter. Länger als 10 Jahre schon dokumentiert er die Missstände im Flussgebiet. Er nutzt das Internet, auch die staatlichen Medien veröffentlichen seine Reportagen. Mit seinen Fotos hat er in China sogar Preise gewonnen. Sie helfen ihm, seine Arbeit zu finanzieren. Auch private Spender unterstützen sein Engagement. Aber meistens ist das Geld äußerst knapp. Oft helfen ihm seine Söhne bei der Arbeit, denn vor Ort kann es brenzlig werden. Ohne Atemschutz wäre dieser Einsatz lebensgefährlich gewesen. Nicht mal einen Monat nach der Aufnahme dieser Fotos, nur 20 Tage später, ein Stück flussabwärts, haben die Bauern aus dem Fluss Wasser zur Bewässerung der Felder geholt. Da es sehr viel Schaum gab, versuchten sie mit Eimern, den Schaum zu entfernen. Da entwich der Gestank des verschmutzten Wassers. Sie wurden ohnmächtig und stürzten. Es war Schwefelwasserstoffgas. Jemand rief den Krankenwagen. Doch es war zu spät. Es endete in einer Tragödie mit 6 Toten und 4 Verletzten. Zusammen mit seinem ältesten Sohn gründete Hu Daizhan 8 Beobachtungsstationen entlang des Flusses. Sogar per Gleitschirm dokumentieren lokale Helfer neue Verschmutzungsherde. Wenn sie einen Vorfall entdecken, ruft Hu Daizhan das Umweltministerium in Peking an, denn die lokalen Behörden reagieren nur auf Druck von oben. Manchmal verbessert sich dann die Wasserqualität, aber oft ist nach einigen Monaten alles wieder beim Alten. Hu Daizhans jüngster Sohn Minje studierte Kunst. Er hilft bei den Fotoarbeiten. Der unermüdliche Einsatz seines Vaters inspirierte ihn zu einem Porträt, das er ihm zum Geburtstag schenkte. In den vergangenen 10 und mehr Jahren seines Einsatzes für den Schutz des Hue-Flusses hat mein Vater viel Unrecht erlebt, Verachtung und Schmähungen erlitten. Er wurde sogar verprügelt und verletzt. Aber von den Anfängen bis heute zeigt er Lebenskraft in seinem Kampf für das Gute. Es ist auch Hu Daizhans Verdienst, dass in China langsam bekannt wird, welche Gefahren von der Wasserverschmutzung ausgehen. Bis heute hat er 400 Dörfer im Hue-Flussgebiet besucht und die Folgen der schleichenden Vergiftung dokumentiert. Heute wollen sie im Dorf Dongkun Tsun Lu eine Wasserreinigungsanlage installieren. Den Rohbau für den Wassertank haben sie zusammen mit den Dorfbewohnern gebaut. Ein in Japan lebender Chinese hatte vor Jahren einen Fernsehbericht über Hu Daizhan gesehen und ihm eine mikrobiologische Anlage zur Trinkwasserherstellung empfohlen. Weil die Technik gut funktioniert, statten sie nun Dorf für Dorf mit den Anlagen aus, gesponsert von den Unterstützern aus Japan. Wir haben in den vergangenen Jahren 28 Trinkwasseranlagen installiert, die rund 10.000 Menschen mit sauberem Wasser versorgen. Langsam ist die Krebsrate gesunken. In manchen Dörfern, wo wir die Anlage gebaut haben, gibt es seit 5 Jahren keine neuen Krebsfälle mehr. Inzwischen haben wir mit dem Wasser- und dem Technologieministerium der Provinzregierung gesprochen, damit sie diese Technik überall, wo es nötig ist, einsetzen. Aber das hat leider zu keinem Ergebnis geführt. Trotzdem haben sie die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass ihre Lösung vielleicht einmal in größerem Maßstab eingesetzt wird. Viele Leute haben mich gefragt, warum ich meine Söhne diese schlecht bezahlte Umweltarbeit machen lasse. Sie könnten an anderer Stelle viel mehr Geld verdienen. Ich finde, in unserer Gesellschaft gibt es genügend Leute, die viel Geld verdienen. Was fehlt, sind Leute mit Verantwortungsgefühl. Für die jüngere Generation hoffe ich, dass sie mehr Verantwortungsgefühl entwickeln, Mitgefühl mit den Menschen und Achtung vor dem Leben. In Peking, der Machtzentrale Chinas, investiert die Regierung jährlich viele Milliarden Euro in den Aufschwung. Hier schießen die Wolkenkratzer aus dem Boden,
während der Schutz der Umwelt engagierten Bürgern überlassen bleibt, die nur über sehr beschränkte Mittel verfügen. Hu Daijian ist nach Peking gereist. Eine Stiftung will mit dem Motto „Sauberes Trinkwasser für Schüler“ Gelder sammeln. Die Initiative verzichtet bewusst auf Kritik und kommt deshalb bei den staatlichen Medien gut an. Gründer der Stiftung ist der bekannte Blogger Deng Fei. Er will mit Hu Daijian zusammenarbeiten und versuchen, endlich auch von der Regierung Geld zu bekommen. Vorerst aber wird Hu Daijian mit einem Preis ausgezeichnet für sein Engagement am Hue-Fluss. Wenn sich mehrere Organisationen zusammenschließen, kann Chinas Umweltbewegung mehr bewirken. Gemeinsam sind sie stärker, so die Hoffnung. Hu Daijian weiß, ohne staatliche Hilfe, strengere Kontrollen und eine konsequente Bestrafung der Umweltsünder hat sein Kampf nur eine sehr begrenzte Wirkung. Immer wenn ich im Dorf bin und mit den Leuten spreche, fühle ich mich sehr traurig. Das ist der Grund, warum ich schließlich sagte, ich möchte diese Tragödie verändern und die Situation verbessern. Mein Leben darf nicht enden, ohne dass ich etwas unternommen habe. Aber nur wenn ich auch Erfolg habe, kann ich Trost finden. 15 Jahre hat Hu Daijian auf staatliche Hilfen warten müssen. Jetzt besucht eine Kommission sein Trinkwasserprojekt und will sogar mit den Krebskranken im Dorf sprechen.